Hallo Leute, wir sind Danny und Angie von Kuku und wir möchten euch heute Gabba-Reis machen, denn dieser Gabba-Reis ist das sensationellste auf dem Reismarkt weltweit gesehen, richtig? Das beste Genau. Superfood, was im Moment ja, am kochbar Kommen. Ist, Ja, kann man sagen, genau. ne? Genau, und also das wird ja nur aus Vollkornreis gemacht, ne? Ja. Also das ist, also muss immer die Basis ein Vollkornreis sein. Ja, so ein Den hast du kleiner schon mal da. Vollkornreis da. Genau, und dann ist das Besondere eigentlich, was man dafür braucht, für diesen Gabba-Reis, ist ein super Reiskocher und Zeit. Denn, was machen wir? Der Vollkornreis muss erst 16 Stunden vorher eingeweicht werden im Wasser, dass er sich ein bisschen weich macht. Und danach wird er gekeimt, was auch unser wunderbarer Reiskocher für euch übernimmt. Und damit wir jetzt nicht 16 Stunden lang warten und uns das anschauen, haben wir das natürlich schon vorbereitet. Juhu! Hier ist unser Vollkornreis, den wir natürlich auch gewaschen haben, ne? Ja. Und dann wird der jetzt einfach, also 16 Stunden stellt ihr den einfach hin, da müsst ihr nichts weiter tun. Dann wird das Wasser abgegossen, korrekt. Ja. Und dann nehmen wir unseren Reiskocher. Ich mag ja diese Schaufel hier drin, das finde ich ja schön. Aber Gabba-Reis, ne? Was ist eigentlich, also ich meine, du hast ja sowieso B6 und Zink im Vollkornreis. Also schon mal viel besser als ein weißer Reis. So wie man eben weiß, dass auch ein Weißbrot nicht so gesund ist wie ein Vollkornbrot. Ist auch ein Vollkornreis besser als ein weißer Reis. Ne? Ein geschliffenes Reiskorn genau. ist eigentlich nackt. Ne? Die Nährstoffe sind, die Vitamine sind in der Hülle. Aber jetzt kommt es durchs Keimen. Das durchs ist ja jetzt Keimen und eben durch, das Besondere. genau. Kriege ich ja jetzt eben, muss ich weniger Schokolade essen, weil das meinen Heißhunger auf Süßes reduziert. Außerdem ist es blutdrucksenkend. Dann Ja. habe ich, der Stoffwechsel wird angeregt. Ich kann besser schlafen. Was war noch? Stresshormone Ach werden abgebaut. ja, Stresshormone werden als irre. Und Ist es hat irre. den fünffachen Nährwert eines normalen Vollkornreis durch die Gabba-Reismethode. Ja, also dieser Gamma-Wert, so nennt sich das. Ne? Jetzt habe ich mir zwar auch mal irgendwo aufgeschrieben, was das eigentlich ist, Gabba. Aber was heißt das nochmal? Gamma, Amino und Acid, das letzte Wort, Acid, und noch jawohl. Was dazwischen. Ne? Also es hat natürlich auch alles, jeder Buchstabe eine Bedeutung. Könnt ihr ja, fragt Dr. Google, ne, wir wissen jetzt auch nicht alles, aber wir wissen, dass Gabba-Reis super lecker und super nährstoffhaltig und gesund ist. So, jetzt haben wir also den Reis da reingeschmissen, jetzt brauchen wir noch Wasser. Genau. Wir und nehmen kurz dann mal Wasser. Machen wir den an. Jetzt hat er also eben zum Beispiel eine Keimzeit von 2, 4 oder 6 Stunden. Und das könnt ihr euch einfach überlegen. Habt ihr mehr Zeit, könnt ihr 6 Stunden wählen. Habt ihr nicht so viel Zeit, wählt ihr 2. Es hängt davon ab, wie keimig wollt ihr den, wie viel Zeit habt ihr, könnt ihr variieren. Und der Reiskocher macht den Job für euch. Der hält konstant die Temperatur, je nachdem, 2, 4 oder 6 Stunden. Und dann habt ihr auch extra ein Gabba-Reiskochprogramm, wo er dann eben den Reis kocht und dann warm hält, wenn er fertig ist. Genau. Ganz einfach. Wir haben jetzt hier 3 Cups, sagt man bei dem, mit Reis eingeweicht. Das heißt, wir haben hier drin auch die Skala, dass ihr nicht wisst, wie viel Wasser rein muss, aber ihr habt hier drin auch die Skala, wo ihr ganz klar ablesen könnt, wie viel Wasser ihr braucht. Das finde ich super. Für Gabba-Methode. Und für anderen Reis auch, ne? Genau, also, auch aber für den in anderen diesem Fall Reis. Eben Gabba. Ja. So, dann kann man. Dann kann man bei dem Reis auch schon am Anfang, wenn man möchte, gewisse Sachen mit reinführen, wie zum Beispiel, man kann Salz mit reinmachen, wenn man so salzarm haben möchte, dann ja. weniger Salz reinmachen oder auch schon eigene mit Gemüsebrühe finde ich klasse. Ja. Ne? Kann man selber machen, kann man mit reintun. Und hinterher kann man das ja auch, man sagt so 50 bis 60 Gramm Reis, wenn man es vollwertig als Hauptmahlzeit will oder wenn man es als Beilage will, nimmt man ein bisschen weniger. Ne? Und bis zu 6 Portionen können wir hier drin kochen. Genau, bis zu das 6 ist auch Portionen klasse. Macht der Kleine. Genau. Ja. Ja, dann zeige ich das eigentlich ganz einfach. Man muss einfach nur den Deckel schließen, weil ohne, wenn man den Deckel nicht geschlossen hat, nimmt der gar keine Funktion an. Dann geht man einfach nur über das Menü. Man wählt dann die Gabba-Funktion ein, kann den hier einstellen, wie lange er gekeimt werden soll. Wir nehmen jetzt hier einfach mal 4 Stunden, starten das Programm mit Cook und mehr muss man nicht machen. Er fängt jetzt alleine an zu keimen, 4 Stunden lang, startet dann den Kochprozess. Und auch selbst wenn man sich das jetzt nicht genau ausrechnet, er hat eine Warmhaltefunktion und eine Reheat-Funktion, eine Aufwärmfunktion. Man kann einfach ganz normal auch nach 8 Stunden, sage ich mal, den Reis noch wunderbar essen. Ja, und dann kochen wir den jetzt und dann gucken wir uns mal an, wie der aussieht, wenn er fertig ist, oder? Genau. Okay.
Zoom, Time Machine. Wir haben natürlich schon mal ein bisschen vorgekocht, sonst hättet ihr jetzt auch noch mal warten müssen. Das geht natürlich nicht. Unser Reis ist fertig. Er duftet so gut jetzt schon alleine, weil es ja so ganz leicht, meine Nase ist ja hier genau über dem Abdämpfer. Der magische Moment. Darf Du darfst öffnen ich? natürlich. Juhu! Oh ja, das So. riecht richtig köstlich und sieht auch fein aus, muss ich sagen. Es ist so schade, dass ihr das nicht riechen könnt, aber wenigstens könnt ihr es sehen, denn ich kann ja tatsächlich jetzt sogar diese Keimzellen da sehen. Also ich brauche eine Brille. Ah ja, guck mal, kannst du mal ranzoomen, dann sieht man das. Und jetzt müssen wir es natürlich auch ein bisschen Yin und Yang machen, wie immer. Wir brauchen Farbe. Oh, guck mal, ist das nicht ein Träumchen hier? Also, wir können natürlich jetzt einen Curry dazu machen oder eben einen Lachs oder ein Rinderfilet oder vegan Oder oder, alles. also, name it, you can do it. It doesn't matter, ne? Ja, also das könnt ihr süß oder salzig oder wie auch immer mit Fleisch oder ohne. Ihr könnt es essen, wie ihr wollt. Es ist einfach der beste Reis. Aber ich kann ihn ja nicht im normalen Kochtopf machen. nein. Also das ist eben, dafür brauchen wir halt einen Kuckuck. Ein Kuckuck mit Gabberfunktion, Ein ja. Kuckuck mit Gaba-Funktion und dann könnt ihr diesen tollen, nährstoffhaltigen, super gesunden, mega Superfood-Reis machen. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, geht einfach auf kuckumol.de.